Hey ho und herzlich willkommen hier zurück bei The World of Liver's World of RPG. Ja, Leute, wir sind mal wieder hier in Final Fantasy angekommen. Und zwar so gesehen beim letzten Dungeon. Ja, der letzte Dungeon, den ich euch zeige. Und zwar die Stalith-Ruin. Die Stalith-Ruin findet ihr beim Vesperspiegel, der nordwestlich von Lestanum liegt. Da kommt ihr auch per Hauptstory hin, weil dort müsst ihr, sobald ihr in Kap Kaim da unten angekommen seid, will Sid ja ein Boot klar machen, dass wir nach Altissia kommen. Und fürs Boot braucht er ein bestimmtes Material, und zwar dieses Matrillerz. Matrill halt, ne? Und dieses Matrill findet man nur in den Stalith-Ruinen. Und hier treffen wir auch wieder auf die netten Niffen. Also Ardin und auch auf die eine Söldnerin, die uns dann hier auch ein bisschen durch die Ruinen begleitet. Zu den Ruinen. Warte mal, habe ich das? Nee, habe ich nicht. Okay. Zu den Ruinen gesagt, ihr könnt hier wie bei den Küstenmarktturm nicht am Tage hin, also könnt ihr schon hin, aber es bringt euch nichts. Ihr müsst nachts her, weil nachts ist dieser Dungeon offen. Und können wir heute Fleisch essen? Ich weiß nicht. Eigentlich zu spät zum Grillen. Ja, jo, sonst genau. Werden wir alle zu dick. Das ist nicht das Problem. Genau. Ich habe einfach nur keine Lust, mitten in der Nacht den fettigen Grill zu schrubben. Ja. Lass doch pronto abwaschen. So, man sieht die Leuchten auch so schön. Ach, ich habe doch hier eine Aufgabe. Wieso sehe ich das denn? Doch, da, Stalith, genau. Ja, wieder eine versiegelte Tür gibt's hier. Wusste ich doch irgendwie, war da was. Und hier im Grunde ist, seht ihr hier schon, was das ist. Eine kleine, ja, sagen wir mal, eine kleine Ruine, die hier ist. Wir müssen geradeaus weiter. Immer geradeaus, immer geradeaus. Wie gesagt, ich habe den Dungeon schon, wie bei den anderen gesagt, wollte ich sagen, habe den Dungeon in der Hinsicht ja schon fertig. Also habe ich alles aufgedeckt. Es kommen hier in mancher Hinsicht weniger Monster als normal. Also ihr könnt da mehr Monster erhalten. So. Hier. Ist auch immer schön, dass man die Viecher schon hört. Ihr geht den Weg lang bis zu diesem Räumchen. Dann nach links. Da sieht man schon ein paar Skelette. Wo hast du das denn gelernt? Zack. Also dann. So. Da kamen wir her, wo Prompto jetzt. Auf welcher Seite stehst du? Ja, Prompto gerade ist. So. Wenn wir hier in den nächsten Raum gehen, gehen wir nach rechts. Zack, zack, zack. Natürlich überall Skelette hier gefunden. Hier ist, kommen wir natürlich nicht durch, wie man so sieht. Ja. Gehen also links dann lang. Hier. Und hier in dem Dungeon ist eine Besonderheit. Eine sehr gute Besonderheit, die wir jetzt gleich zu sehen bekommen. Ich halte extra mal hier den Blick nach unten. Denn genau
Jetzt sehen wir es. Fupp. Ist das die Wasseroberfläche? Sind wir etwa unter Wasser? Ja, das finde ich wiederum stylisch gemacht. Ich meine mal, hallo? Das sieht aus, als wären wir unter Wasser. Also wirklich unter Wasser, ne? Und das muss man mal bedenken. Wir können hier atmen und alles, aber sind wirklich gesehen unter Wasser. So, hier vorne gehen wir natürlich den langen Gang entlang. Natürlich ist hier wieder Creme Brûlée. Creme Brûlée wird jetzt mal eingefroren. So, und wenn man mal hier runter guckt, geht's ziemlich tief runter. Und da ist auch irgendein Gegner mit grünem Beleuchtung. Wer weiß, wer weiß. Zumindest müssen wir dann hier am Rand lang. Sogar. Schön am Rand lang stolzieren, sage ich jetzt mal. Um zu schauen, dass wir hier vorsichtig rüberkommen. So. Dann geht's hier rein und die Treppe runter. Zack. Und noch weiter runter. Zack. So. Jetzt sind wir eine Etage tiefer. Sozusagen. So. Jetzt müssen wir hier weiter. Da ist natürlich wieder Skelettalarm. Zack. Zack. Sehen auch stylisch aus, die Skelette. Ach ja. Das sind ja... Zack. So. Und wenn man jetzt mal guckt, vielleicht... Seht ihr? Da unten ist irgendwas. Man kann es nicht ganz erkennen. Aber da unten ist irgendwas. Irgendwas ist da. Ich habe noch nicht rausgefunden, was das ist. Bin ich ganz ehrlich. So, wir gehen halt weiter. Hier wieder Treppe eine Etage tiefer. So. Gehen dann wieder den großen Weg lang. So, hier sind wieder Skelette. So, zack, zack, zack. Zack. So. Da sieht man es auch schon wieder. Sieht nach einem Nekromanten aus, aber sieht auch aus, als hätte er da irgendwie noch irgendein Tier bei sich oder so. Also, wer weiß. So, wir sind dementsprechend jetzt hier angekommen. Diese ganzen, sag ich jetzt mal, Pfeile, Jäkchen, ne, sind im Grunde brüchiger Boden, wo halt der Boden uns unter den Füßen wegbricht. Im Großen und Ganzen. Also, wie zum Beispiel da. Ne? Wir wollen aber... Laufen aber jetzt mal den richtigen Weg gleich lang. So nervt es uns wenigstens das ganze Gedöns nicht. Da fällt er zusammen, da hinten würde er auch zusammenfallen. Wenn ich nicht hier sogar sowieso schon lang laufen würde. Ich weiß gar nicht. Nee, da unten komme ich noch gar nicht lang. Okay. Wollte gerade nämlich sagen, hä? So. Hier sind neue Gegner, und zwar Schnitter. Sehen aus wie so gesehen, wie man den Tod so sich halten würde. So. Die sind zum Glück mit zwei Händen gut zu bekämpfen. Wie der Tod sehen die aus, nur halt mit leichter Bekleidung. So. Hier geht's dann... Noch eine Etage tiefer. Dementsprechend
So. Ja, da sind jetzt die. Jetzt mache ich das mal schneller. Ein bisschen. So. Hier sind dementsprechend jetzt wir schon ein Stückchen weiter. Oh, über diese Brücke müssen wir nämlich jetzt rüber. So. Dann geht's in diesen Raum. Nein, das war nicht der, den wo das Viech war. Es ist ein anderer hier. So, hier sind Plattformen, die euch die so gesehen dann wieder zurück Warpfelder, die uns wieder ans Tageslicht bringen, sozusagen. Brauchen wir aber in dem Sinne nicht. So. Wir gehen dann hier lang. Werden hier überall immer von solchen Viechern überrascht. Die dann dementsprechend uns auch die Türen zuhauen, wie ihr seht. Bis wir sie alle besiegt haben. Um dass man dann weitergehen kann. Es geht dann halt wirklich. Ach so, das ist so einer. Patsch! So. Batz. 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 Im Grunde, wir kamen ja von. Wenn ich jetzt richtig liege, von dort oben. Sind jetzt hier runter bis in den Kreis. Die Seite, dann nach da, dort. Gehen hier runter und bis zu der Treppe. Um jetzt mal so zu zeigen, wo wir jetzt hingehen. So, warte mal. Ich rüste mal kurz einen neuen Zauber aus. Ach, ich habe gar keine Zauber mehr. Okay, egal. Ah, toll. Und jetzt kommt nämlich das Viech, was wir gesehen haben. Es ist ein Lich. Ich habe es nämlich jetzt gerade wiedererkannt. Klar, Lich. Ein Lich ist das gewesen, was wir da unten gesehen haben. Zack, zack. Ja, ich weiß, die Puddings sollte man eigentlich nicht mit Waffen bekämpfen, sondern nur mit Magie. Aber ich mache das jetzt schnell so, weil ich im Grunde da sowieso overpowered bin. Ne? Für diesen Dungeon jetzt zumindest. So. Und dann hier die Treppe runter. Immer weiter runter, 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 runter. Hier haben wir dann nochmal hier die ganze ganzen verschiedenen Magiearten. Und dann kommen wir hier in diese riesige Halle, sag ich jetzt mal. An sich hier keine Gegner. Ein Gegner, der kommt von da oben. Und gegen den kämpfen wir dann auch. Und zwar ist das so eine Art Vogelgreif, irgendwie so in der Art. Zumindest er greift uns an. Wir müssen platt machen. Und hier unter der, sozusagen unter dieser Brücke, liegt das Matrillerz, was wir brauchen, ja? Ne? Nebenbei in die Richtung, hier hinten, in dieser Richtung, ist dieser, wenn man mal guckt, in dieser Richtung, ihr seht da diese, ja, dieser Kreis auf der Minimap, das ist da, wo, der Lich ist. Ne? Und wir gehen dann hier hinten die Treppe hoch. Und hier hinten bei der Treppe gibt es an einer Stelle, nämlich hier links, ein Loch in der Wand. Und hier gehen wir durch und kommen dann hinter diese Wand, was natürlich durch die Wurzeln auch geil aussieht, und sehen die letzte versiegelte Tür in dem Sinne. Also die nächste versiegelte Tür. Der Schatten von Stalif, sozusagen. Ja. Und dann war es das auch schon.
Ja, das war der letzte Dungeon hier in Final Fantasy 15, den ich euch zeigen kann. Es gibt natürlich noch Dungeon. Es gibt ein Dungeon, nachdem ihr Altissia verlassen habt. Da kommt, das ist so eine Art Bergbau. Da ist noch ein Königsgrab, wo ihr das Katana, glaube ich, kriegt. Wenn ich richtig liege, kriegt ihr da, glaube ich, das, wie heißt die Waffe hier? Hier, das Katana des Kriegers, so viel ich weiß. Kann ich euch natürlich nicht zeigen, weil das Story-bedingt ist. Ihr haltet nur in der Story dort an und könnt im Nachhinein natürlich nicht wieder dorthin. Und deswegen kann ich es euch da nicht zeigen. Und meines Wissens nach ist sonst nur noch die... da ist so eine Festung in Kralea. Also Kralea und dazugehörige Segnautus-Festung. Das ist in der Hinsicht ja auch so eine Art Dungeon. Die kann ich euch natürlich auch nicht zeigen, weil ich komme da gar nicht mehr hin. Es sei denn, ich würde das ganze Spiel nochmal von vorne anfangen und neu alles halt wirklich komplett neu durchspielen. Und da habe ich keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Ja, nächstes Mal wird es dann was anderes geben. Dann wird es kein Final Fantasy 15 geben. Dann werde ich, ihr werdet sehen, was da kommen wird. Ich will da nicht spoilern. Aber es lohnt sich trotzdem, gerade für die Leute, die ja, sich nicht so gut mit RPGs, MMORPGs so auskennen. Für die wird es sich lohnen, wenn es die langsam mal interessiert, was die Welt des RPGs überhaupt so ist. Also, ich würde sagen, schreibt einen Kommentar, wie ihr dieses Projekt findet, wie ihr die Folge findet. Natürlich auch gerne ein Like und ein Abo da lassen. Ihr wisst, ihr könnt, ihr müsst nicht, aber ich würde mich freuen. Also, tschüss, ciao, euer Levos.